Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Ghost of Tsushima. Ja. Hab alles neu eingerichtet mit dem neuen System. Von daher, ja, musste ich ein bisschen rumspielen. Und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ja. Gut. Wollen wir mal gucken, ne, was wir hier so alles machen. Ist schon ein paar Monde her. Ich habe ja erst Horizon Forbidden West fertig gemacht. Dementsprechend muss ich mich mit der Einstellung erstmal fertig machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh. Karte, wo wollen wir denn überhaupt entlang? Hier gibt es noch was. Fallensteller hat eine Sache. Rüstungsschmiedin, Fallensteller. Da machen wir doch hier mal eine Schnellreise. Und gucken mal, was wir hier so hinkriegen. Hier gibt es nämlich ein paar Sachen, die uns helfen könnten. Muss mich erst sowieso erstmal ein wenig zurechtfinden. Von daher gucken, was die Rüstungsschmiedin uns so sagen kann. Herr, euer Schutz ist meine Pflicht. Daran wird euer Gegner verzweifeln. Ich kann eure Rüstung nicht verstärken. Wir sehen uns wieder. Das ist super, aber ich mag diese Rüstung nicht. So, Kleidung. Ronin gefällt mir ganz gut. Tracht des Reisenden ist okay, aber ich bleib hierbei. Und jetzt müssen wir noch zum Fallensteller. Ups. Ich das manuell nicht wegpacken kann, ne? Ich muss in die Tigerhöhle. Ich wäre euch gern zu Diensten. Falscher Knopf. Ist mir eine Ehre, euch zu helfen. Fernkampfböller. Nur für euch. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Ich okay. Eine Opfergabe für euer Wohlergehen. Opfergabe für mein Wohlergehen. Ups. Nein, falscher Knopf. Ah, wie gesagt, ich muss mich erstmal wieder neues Aussehen-Objekt. Interessiert mich eigentlich wenig. Ich will mal gucken, ob ich hier unten schon soweit alles habe. Und was das überhaupt ist. Musikant hat mir von einem Dämon erzählt. Nein, einem Mann namens Kojiro, der mich duellieren möchte. Doch zuerst muss ich gegen 5 Strohhüte kämpfen, die sich ihm angeschlossen haben. Wenn das der Preis ist, werde ich ihre Herausforderung annehmen. Ich bin hier ganz allein am Switch-Spielen. Dementsprechend ist die Tastenbelegung immer so ein bisschen vage. Abgeschlossen, abgeschlossen. Was haben wir hier? Legendenerzähler. Schnellreise, ist alles abgeschlossen, ne? Hier ist noch unbekannt. Dann würde ich doch da mal hin. Ich weiß, ich mache jetzt hier nicht viel, ne? Also ich werde jetzt hier geschichtmäßig nicht viel vorankommen heute. Ich habe mir gedacht, na, hast du heute schon mal frei, da kannst du auch mal ein bisschen. Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Ja, das Spiel ist eigentlich so an sich relativ schick. Gefällt mir persönlich ganz gut. Ich habe jetzt die ganzen Speicherdaten von der SSD runter auf den Konsolenspeicher gelegt, weil die SSD brauchte ich für meinen aktuellen Rechner. Das ist die dortige Spielefestplatte.
weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich weiß auch gar nicht, ob das was bringt. Entschuldige, Reh. Toll, jetzt habe ich... Ich glaube auch nicht, dass hier irgendwas ist. Hier könnte vielleicht was sein. Aber eigentlich bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich wirklich so weit bin. So, gut. Ich weiß, dass da Blumen sind, habe ich schon gesehen. Oh, ich brauche ordentliche Kopfhörer. Diese Funkkopfhörer sind zwar schön, aber wenn mein Handy neben, wenn mein Handy daneben dran hängt am Magnetlader, dann nervt's. Hier liegt was. Wildschweine bringen was. Definitiv. Das gefällt mir ganz gut. Bin ich dann hier? Das sieht so aus, als hätte ich hier mal sein sollen. Da wurden ein paar Leute aufgeknüpft. Sieht doch hier nach einer mongolischen Invasion aus. Oder könnten das Druide sein? Hier oben gibt es sonst nichts. Ist das, war das jetzt nur einer? Deswegen einen sah ich das jetzt nicht so tragisch. Aber ansonsten sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Sag mir, gefällt das Spiel einfach. Ansonsten scheinen wir hier durch zu sein. Okay. Komme ich hier hoch? Ja, bestimmt. Thank you.
Dann will ich mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwas ist. Das kann auch einfach nur ganz normaler... ganz normales Waldstück sein. Aber das sieht doch wieder komisch aus. Fuchsbau, wo? Hier. Fuchsi! Hat sich doch gelohnt. Wo willst du mich hinbringen, hm? Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Fuchsi. Und dann um diese anderen. Was ist das eigentlich? Ach, das ist Rauch. Ich will zwar nichts sagen, aber... Was war das gerade? Mal sehen. Wir haben will er hin? Ja, kann man mal machen, ne? Weißt du nicht, warum das zwingend Feinde gewesen sein müssen? Oder sein mussten? Aber na gut, das ist auch schon wieder. Das ist bestimmt wieder ein verstecktes mongolisches Lager. Legium Harsinta. So, muss da erstmal wieder. Ich muss da jetzt erstmal wieder klarkommen. Das war die PS4-Version, aber die sieht grafisch so geil aus. Ich finde, das Spiel ist einfach ist cool. So, jetzt will ich gleich nochmal gucken, wo es noch ein paar Lümmel gibt.
Super. Das lief doch besser als gedacht. Na gut. Also wie gesagt, hier sind alle Einstellungen neu. Die muss ich erst noch größtenteils verfeinern, wenn sich irgendwas sein sollte, weil ich bin ja hier auf einem komplett neuen System unterwegs. Also dementsprechend, ja. Muss ich da noch mal gucken. Sollte eigentlich jetzt alles ruhig sein. Das Gebiet habe ich zumindest befreit. So. Ist aber auch sehr lange her. Neben Witcher 3, glaube ich, war es bis jetzt. Und Gothic. Obwohl, Gothic war nicht ganz so extrem. Also Gothic 2. War das, glaube ich, jetzt die erste. Oder seit langem mal wieder eine schöne Welt, wo ich auch keine Lust habe, die irgendwie mit Schnellreisen so größtenteils zu verbringen, was einfach schön ist. Oder mit dem Pferd hier entlang zu reiten oder sonst was. Ist zwar auch bestimmt schick, aber ich bin da halt eher, was das angeht, sehr, merkt man das wahrscheinlich, halt eher der Typ, der das zu Fuß macht. Wenn auch die Logik natürlich dahinter etwas anderes sagen würde. Ich meine, wenn wir ein Pferd haben, dann würden wir auch natürlich mit dem Pferd reisen. Im echten Leben würde ich wahrscheinlich nicht so weitläufig durch die Gegend rennen. Eine heiße Quelle. Cool. Dann wollen wir mal ein bisschen sinnieren. Nackedei, Nackedei. Ihr solltet hier sein, Onkel. Wenn die Insel befreit ist, baden wir eine Woche lang in diesen Wassern. Super. Das gefällt mir noch ganz gut. Wir haben sogar ordentlich was bekommen. Gut, ich muss trotzdem... Hier müssen wir weiter, ne? Hier geht's weiter, meine ich. Insel ist halt ohne Schnellreisen, ist es halt echt zu groß. Ich persönlich würde es am liebsten machen. Nebenher bin ich immer noch am Pokémon-Geld farmen. Gut, den Bambusstand haben wir fertig gemacht. Muss ich nur gucken, wo es am besten, wo wir am besten weitermachen. Den haben wir abgeschlossen. Dann würde ich sagen. Hier entlang. Ja, an den Küsten will ich eigentlich, ist auch noch ein Weg. Die Frage ist nur, komme ich da runter? Ja, das kann man hier bestimmt super machen. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Klettern hier zwar weniger ist, aber dreimal so gut klappt wie in Horizon Forbidden West. Eben weil es nicht so viel ist. Helfen wir!
Ich bin doch... Ich krieg das irgendwie nicht hin. Das mit dem Herausfordern. Ich bin mit der Wasserhaltung eigentlich ganz zufrieden. Ja, ist auf jeden Fall, also dieses Spiel ist schöner als Horizon Forbidden West. Das sage ich jetzt mal auf jeden Fall, aber hier soll es ja jetzt nicht mehr um das Spiel gehen. Das habe ich beendet und schon seit ein paar Wochen nicht mehr angepackt. Die Videos, die jetzt noch von dem Spiel hochkommen sind, sozusagen, ja, ich habe es an dem einen Tag einfach durchgezogen. Es war zwar nicht ganz so geil, weil ich sowas immer ein bisschen schwierig finde. Oben ist noch, scheint noch irgendwie so eine Art Dingsbums zu sein. Wasser oder so. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Einfach nur hochkommen. Mal gucken. Hallo, ich würde gerne dahin, danke. Achso, ja. Falscher Knopf. So, was haben wir hier? Hier haben wir Rehe und alles, aber die bringen uns halt alles nichts. Ist noch ein Wagen. Gibt's hier irgendwas? Hier wurden Gefangene transportiert. Ich würde gerne da hoch. Machen wir es halt so, ist doch egal. Frage ist, was haben wir denn hier? Kleiner Mönchsteich. Nicht gerade schick. Aber hier gibt's was. Was? Bishamons Glück. Das Schicksal begünstigt die Kriege mit edlem Herzen. Ist doch schön. Das ist lieb. Ja, diese Kleinigkeiten einfach. Diese kleinen, aber feinen Sprüche, die haben's mir einfach angetan. Da gehe ich weiter. Das sind zwar 600 Meter, aber die können wir hier schön zu Fuß gehen. Es ist, meine, es regnet viel und allem drum und dran. Ja, das ist nervig. Ist da noch eine Quelle? Das wäre ganz cool. Dann hätten wir jetzt zweimal unsere Gesundheit steigern können. Es ist auch einfach wunderbar farbenfroh. Wirklich, also jetzt hier in so einem Blütenregen bei so einem Acer Palmatum, Fächer-Ahorn, ist einfach super. Liebliche Genüsse. Aha. Lieblingsessen. Machen wir das doch mal. Essen ist gut. Wenn die Mongolen weg sind, stopfe ich mich voll mit Shinano-Birnen, frischem Thunfisch und süßem Seegras aus Asamo. Das ist doch super. Kann ich nachvollziehen.
So. Ja, ne? Kann man nichts machen? Wo? Was machen die da oben? Nee, den Typen da oben, den knall ich so. So, weg ist er. Läuft hier noch jemand rum? Nein? Gut. Befreit mich! Ja, ist ja gut. Mach ich doch. Hm, Mädel. Ihr seid ein Symbol der Gnade. Geht. Leb wohl. Bitte. Das ist für euch. Arigato. Gozaimasu. Ich kann es nicht besser, okay? So, da ist doch schon mal was. Das gefällt mir persönlich. Also wie gesagt, mir gefällt es hier eigentlich generell. Es ist eine sehr schöne Landschaft. Es ist ein sehr schönes Spiel. Hat so seine Schwächen. Ist ein bisschen, manchmal so die Duelle sind ein bisschen schwierig. Ne? Klar. Aber so optisch, Gameplay-Feeling her, ich fühle es einfach. Das klingt jetzt halt blöd, aber ich habe halt aktuell nur einen Vergleich. Oh, da hoch will ich auch. Aber erstmal hier hin. Vielleicht finde ich ja hier was. Sonst alles ruhig. Gut. Oha. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Das. Okay, zack, 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 zack. Oh, so schnell bin ich doch gar nicht. Och Mann, dieses Gedächtnisspiel, ne? So, Dreieck X, Dreieck L1, X, L1, Dreieck. Zack, 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 zack. Nein, ich muss zuletzt Dreieck drücken. Yes! Yes! Entschlossenheit wächst. Oder fast. Das ist doch schön. Hier kann ich runter. Okay, aber ich möchte auf jeden Fall auch noch hier hoch. Zu diesem Tempel. Finde ich auf jeden Fall schön, dass nach so einem Stand, das war. Es hat mir geholfen. Ach, hier kann ich hoch. Okay. Ja, hier kann ich runter. Schon schick. Schon schick. Wir spielen aktuell auf der PlayStation 5 immer noch. Bin mal gespannt, ob es das Spiel jeweils für PC geben wird. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool, das mal so auf 200 FPS plus zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie viel FPS jetzt hier reingeht. Also meine Capture Card selbst kann nur 60 FPS durchgeben. Bin am überlegen, abzugraden. Ein Geräusch. Er versteckt sich.
Diese Lümmel. Ich hatte gerade volle Energie und habe mich ultra gefreut. Sausäcke. Nee, auf jeden Fall, ich bin mit meinem neuen Rechner eigentlich sehr glücklich. Während es vorher immer anders da war, PCI Express 3 hatte ich, glaube ich, und habe da eine 3060 reingeklatscht. Die Grafikkarte war theoretisch nur zu 30%, 40%, vielleicht 50% ausgelastet. Und die CPU die ganze Zeit bei 100% am Quietschen und sagt, konnte nichts mehr. Jetzt ist es natürlich anders. Ich meine, klar, die CPU macht halt aktuell nichts, ne? GPU 20% ist jetzt auch nicht unbedingt viel. Für die Capture Card reicht's dicke. CPU 6%. Ja gut, für die Capture Card muss sie ja nicht viel machen, ne? Aber ja. Auf jeden Fall wird die Grafikkarte jetzt richtig benutzt. Natürlich jetzt auch noch möglich, ne, abzugraden. Aber es ist halt die Frage, ob ich nochmal 1000er reinstecken will in ein System. Das ist jetzt die Frage, ob ich halt nochmal 1000er für eine 4070 halt investieren möchte. Aber eigentlich nicht. Also 4070 würde mir persönlich auch ausreichen. Eine 4090 brauche ich jetzt nicht zwingend. Da bin ich ganz ehrlich. Da sehe ich jetzt überhaupt keine Notwendigkeit. Aber ich will jetzt auch erstmal das System, wie es ist, jetzt genießen. Ne? Letztes Jahr, als ich mir den Rechner geholt habe, mit dem 4790K Prozessor, den i7. Hab dann 3060 reingemacht und hab mir gedacht, jo, jetzt genießt du das erstmal. Autsch. Jetzt möchte ich erstmal meine jetzigen Rechner erstmal genießen. Den habe ich ja jetzt gerade mal eine Woche. Ich denn da jetzt hoch? Lass mich mal überlegen. Von dort aus darüber, ne? Also hier dem. Ist eigentlich schon echt traurig. Ein Spiel, was nicht so stark fürs Klettern ausgelegt ist, lässt mich wesentlich einfacher mit dem Klettern klarkommen, als ein Spiel, was eigentlich davon lebt. Aber naja, ist okay. Müsste ich eigentlich genug haben. Au, oh, das hat wehgetan. Knapp. Ich freue mich halt, das wieder spielen zu können. Endlich mal wieder ein bisschen Zeit zu haben. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich werde mir nicht mehr so zwei Riesen-Oschis gönnen. Das ist mir einfach zu viel. Das kann man vielleicht machen, wenn man Zeit, lustig und Lust hat, ne, wirkt oder generell sehr motiviert ist, aber bei mir hält sich das alles in Grenzen. Also nicht wegen der Motivation her, sondern einfach, ja, wenn man halt nur das Wochenende Zeit hat und am Wochenende meistens über Twitch streamt, dann ist es halt immer ein bisschen schwierig, da noch irgendwie einen Tag reinzuquetschen für Aufnahmen, weil man braucht auch ein bisschen Zeit für sich. Das hatte ich jetzt gemerkt. Ich war einfach so mental im Einmal sozusagen, ich habe jetzt 2 Tage Urlaub deswegen sozusagen gekriegt. Weil mein Chef einfach gemeint hat, ja, es bringt halt nichts, wenn du kaputt gehst. Und da habe ich dann auch explizit gesagt, dass 2 Tage davon, habe dann jetzt langes Wochenende sozusagen, ne, 4 Tage. Und da habe ich explizit gesagt, hier, da mache ich jetzt Dingsbums. Kann ich den Schrein noch so verlassen? Ja, stimmt, das geht ja. Dass ich da 2 Tage keine Aufnahme, kein Streaming mache. Gestern war zum Beispiel dieser Tag, es war Donnerstag, wo ich nur für mich was gemacht habe, wo ich mir gesagt habe, jetzt, da machst du einfach nur das, was du brauchst. Also Wäsche waschen, aufräumen,
ein paar einzelne Komponenten vom PC noch fertig bauen, sodass der jetzt einigermaßen glückt. Also was heißt, dass ich jetzt sehr glücklich bin mit dem. Und ja. Dementsprechend bin ich jetzt auch dran. So, PC steht aber, den habe ich jetzt auch zugeschraubt, weil die Verkabelung ist soweit richtig, die RGB-Beleuchtung ist richtig, die Wasserkühlung ist richtig. Sieht auch richtig aus, die hatte ich ja vorher um 90 Grad falsch eingebaut, was jetzt erstmal nicht so tragisch ist. Es ist aber einfach unschön, wenn du halt irgendwie den Schriftzug nach so quer hast. Wenn der halt beleuchtet ist, dementsprechend, ja. Kabelmanagement habe ich noch so gut ich konnte hinbekommen. Da kann man bestimmt auch immer irgendwas verbessern. Das Einzige, was da jetzt noch reinkommt, ist eine M2 SSD. Zwei Stück sind schon drin. Eine für die Spielevideo, eine für die Games. Eine gute, die alte von der PlayStation 5 sozusagen. Und eine für das System. Für das System habe ich mir eine 500 GB NVMe SSD genommen mit 4000 Lese, also ne, 4. PCI Gen 4.4. 4.0, Entschuldigung. Und für das Dingsbums, für die Games habe ich die alte von der PlayStation gebaut. Das müsste schon eine PCI Express 5.0 Generation sein. Die hat Lesezyklus 5 oder 6 GB, also 5000 oder 6000 MHz und eine Schreibgeschwindigkeit von 7000 oder andersrum. Nee, andersrum. Schreibgeschwindigkeit ist immer ein bisschen kleiner. Und da sind die Spiele drauf. Die war vorher in der PlayStation 5 drin. Die braucht jetzt eine neue. Aber wie gesagt, mein Monatsbudget ist jetzt erstmal dadurch, dass ich jetzt knapp 1,3 für den Rechner bezahlt habe, erstmal hinüber. Ich muss aber sagen, wir müssen mal einen Cut machen. Das ist so typisch mit dem Spiel. Hier, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.